Gucken morgen Jungs und andere Verkaufsstrategien, die definitiv nicht funktionieren werden. Heute zerstöre ich das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, indem ich zu viel nachfrage. Anyway, genießt, wie Mechaniker ihr Mechanik verlieren und nur noch er übrig bleibt. Like, Abo und natürlich eure längsten Finger kommentieren. Kuss. You're a Poopy Bands, you are Poopy Bands. Henry Gurke. Ah. 5M. Mensch, hab ich das lange nicht mehr gemacht. Porn VV3, Digga, fast 100 Spieler. Rein da, Jalan, hätte ich gedacht. Ich wünsch, wir könnten wieder sehen, wie wir früher einmal waren. Mit dir ohne Führerschein Richtung Mittelmeer fahren. Richtung Mittelmeer. Ohne Führerschein. Was ein geiler Reim, Diggi. Scheiße, ist das der neue Boss? Der neue Kollege? Vorname? Henry. Nachname? Gurke. Was geht, Diggi? Du hast die gleichen Dreadlocks wie ich. Wir sind schöne Partner. Ein kleiner Junge. Ja, muss ich direkt ändern, wenn ich so jetzt gerade eben dich so anschaue. Passt nicht zu mir. Oha. Sieht absolut scheiße aus. Weißt du aber, wenn du deine Haare änderst, ne? Mach sie zu dem hier, ja? Der Fukuhila. Und danach betest du ihn an. Zweimal. Wie soll ich ihn anbeten? Auf Holländisch. Das Problem ist, ich kann kein Holländisch. Dann gib Google-Übersetzer ein. Was glaubst du, wofür die den erstellt haben? Damit du zweimal auf Holländisch deinen Fukuhila anbeten kannst. Bist du dir sicher, dass du wenn ich sowas andrehen willst? Nein, nein, nein. Also, ich muss mal schnell weg hier. Warte, das habe ich so lange nicht mehr machen können. Das ist ja eine ganze Freude. Oh mein Gott. What? Weil das ist ein nackter Mann. Ich habe mir nie genauer die Werbung eigentlich in GTA angeschaut. What the fuck ist das? Habt ihr darauf geachtet? Ich meine, das Spiel ist schon so lange raus. Kann ich mir eins der Autos hier schnappen? Oh nein. Oh nein. Ich besitze leider kein Telefon. Die werden die Leitung verretten. Oh! Sorry, Medic. Hat er mich ganz sorry meinen Schwanz zu mir gesagt? Ja, kein Problem. What the fuck? Komm, kann ich das nochmal machen? Ne, alle 10 Sekunden. Ja, okay. So, ich würde hier gerne F8 und WID eingeben. Danke. Ja, das ist Pech. Das ist Pech, meine lieben Kinder. Boah, Deutscher, der P. Ja, probiere ich mal wieder. I'm a Poopy Bands, I'm a Poopy Bands. Hängen irgendeinem Druck auf meiner Bank. No way. Die haben einfach ihren Song geändert. Die haben es zum Standard-Scheiß gemacht. Davor hatten sie ja immer ihre Kamerafahrten durch ihre Villen und so. Ich kann es nicht mehr pausieren. Ich habe nur eine Chance. Okay, okay, fuck it. Okay, jetzt ist das Video vorbei. Story-Modus wird jetzt gestartet. Alles klar, Jungs. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Ja. Hallo? Guten Tag, soll ich Sie mitnehmen? Ja, das wäre sehr lieb, actually. Ja, dann steigen Sie ein. Können Sie die Rampe einmal wieder hochmachen? Ah, oh, sorry. Das ist aber eine ganz schön schöne Rampe. Kann man die irgendwie ihn abkaufen? Nee. Ich hätte auch ganz schön viel Bargeld in der Tasche, wissen Sie? Den Abschlepper kann man nicht kaufen. Ja, aber nein, ich will ja nur die Rampe. Der Abschlepper sieht ja scheiße aus. Die Rampe ist aber am Abschlepper dran. Können Sie das nicht irgendwie machen, dass Sie die entfernen und ich die einfach dann abkaufe? Nee, das geht nicht. Ja, okay. Das ist irgendwie schade. Dankeschön. Jo, nicht dafür. Ciao. Glatze. Das habe ich erst im letzten Moment gesehen, dass er Glatze hat. Damn, die haben ja alles ein bisschen umgeändert. Wow. Sitzsäcke. Oh mein Gott. Einzigartig. Mein Löwe, mein Bär. Ist das Manity? Ich weiß ja nicht, ob Sie geistig eingeschränkt sind oder sie zu sehr durchgefahren gerade immer, aber ich bin immer noch in FBI. Life could be a dream. Gib mir den neuen Toyota. Yeah. Oh, keine Reifen. Reparaturkit sollte möglich sein. Ist ja nur nicht da um die Ecke. Noch ein Stück, noch ein Stück. Nein, 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 nein. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Digga, hier ist ja alles tote Hose. Wo sind denn die alle? Was ist aus diesem Hut passiert? Muss mit Karte zahlen. You're a poopy pen. Nein, 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 Henry. Konzentrier dich. Nutz den hier. Reparier den Wagen in der langsamsten Art und Weise, wie es nur ging. Eine Frage. Nee, nee. Okay. Ciao. Wandelndes Loch, Digga. No, kein Problem. Für den Medaillon. Guten Tag, Kollege. Könnte man Ihnen diese Rampe eventuell abkaufen? Nein, das haben Sie mich vorhin schon gefragt. Ach, sind Sie der Herr? Oh, sorry. Sie haben sich sehr vermummt, deswegen konnte ich das jetzt nicht sehen. Naja, alles gut. Ich bin das. Ja gut, dann frage ich mal vielleicht jemanden, der es mir verkauft, weil ich glaube, Sie wollen es mir einfach nur nicht ganz verkaufen. Und das ist okay. Nein, ich respektiere Ihre Entscheidung, wissen Sie? Nee, die kann man leider nicht haben. Aber wer eine Million für eine Rampe nicht geben möchte, der verkauft sich halt seine Chance, ne? Aber es ist okay. Ich respektiere Ihre Entscheidung, ne? Es geht nicht. Es geht nicht. Alles klar, Kollege, ne? Also, deine verpasste Million. Schönen guten Tag. Hallo, was kann ich für euch tun? Auto schwarz, bitte. Also, ich persönlich bin hier, um ein bisschen zu verhandeln. Sie verkaufen Rampen, oder? Nein. Also, ich habe gesehen zumindest, dass Sie Rampen besitzen und ich würde sie einfach gerne ankaufen, wissen Sie? Was zahlen Sie denn dafür? Also, ich habe 1 Million für 10. Das müssten Sie sich kurz gedulden, weil ich habe gerade Kundschaft, aber danach wäre ich da, weil ich bin gerade der Ranghöchste, der da ist. Alles klar. Digga, ich bin gespannt, wie das weiterlaufen wird. Ich habe keine Ahnung. Verkaufen die da hinten Drogen? Sir, verkaufen Sie Drogen? Nein. Wenn der Orange wegfahren würde, würde ich Sie das nochmal fragen, so, also. Wenn Sie ganz kurz sich entfernen, Orange. Der Herr, der steht jetzt gerade nicht anwesend. Achso, Sie sind das, die am Auto redet. Ah, jetzt verstehe ich. Also, Sie verkaufen wirklich keine Drogen oder so. Nee. Ich hätte hier eine Mille rumliegen. Ich würde ein bisschen was einkaufen. Wissen Sie, ich brauche den Kick. Ich hab ein schweres Leben hinter mir. Ja, aber ich kann Ihnen da leider nichts anbieten. Ich wurde halt in der Kindheit ziemlich stark gemobbt. Weißt du, ab und zu diese Gedanken kommen mir immer in den Kopf. Deswegen will ich das einfach jetzt ein bisschen stumm schalten. Haben Sie eventuell? Nee, leider nicht. Wenn, dann müssen Sie zu den illegalen Fraktionen gehen. Sind Sie denn keine illegale Fraktion? Ich meine, Sie haben Goldketten und so alles. Ich bin der Chef vom ADAC. Okay, ja gut, dann muss ich... Wow, da sind Schüsse. Oh Gott, Danke Sie ein. Dankeschön, Herr. Keine Ahnung. Das sind, glaube ich, meine Mobber. Die haben immer gesagt, ich habe zu große Hoden. Okay, das fand ich persönlich auch nicht korrekt, weil auf die Geschlechtsteile zu gehen, ist ja auch immer was. Was kann ich dafür, dass meine halt größer sind als wie andere? Wer schießt denn hier auf den? Einer mit magischen Händen? Ja, ich meine, Sie sind ja hier, Sie können ja was tun, Gott sei Dank.
Oder können sie? Tja, dann gehe ich mal zu den anderen Puppy-Pants. Hast du gerade auf unseren Kollegen dort geschossen, der da beim goldenen Auto stand? Nee, das war den ich gerade eben umgebracht habe. Der hat ja alle Leute einfach so umgebracht. Nur gerade eben wurde er nochmal umgebracht, wo er schon längst weg war. Die sprechen beide in gottverdammte Mikrowellen. Ich sag's dir, das ist so viel Strahlung, da kriege ich Krebs. Also zu meinem Angebot. Ich persönlich würde diese Rampen gerne ihnen abkaufen. Ich habe eine spezielle Idee. Was wäre denn ihre spezielle Idee? Ja, das kann mal meine Sorge sein. Aber ich werde ein Geschäft eröffnen, das Millionen machen wird. Oder vielleicht sogar Trilliarden. Wie wollen Sie denn die Rampen transportieren? Die kann ich mit der Hand tragen. Ich bin ziemlich stark, wissen Sie. Okay. Ich frage mal kurz, wie viele wir auf Lager haben. Was macht der da? Ich weiß ja nicht mehr, was ich mache. Ich überlege, jeden Moment einfach abzuhauen und ihn einfach da stehen zu lassen. Ja, ne? Macht so sein Ding. Also tatsächlich sind gerade alle Rampen verbraucht und verbaut an Fahrzeugen oder mit auf Fahrzeugen. Warum das denn? Damit meine Mitarbeiter arbeiten können. Ja, das versteht sich irgendwie nicht. Unsere Rampen sind alle an unseren Fahrzeugen verbaut. Das heißt, wir können gerade keine Rampen rausgeben. Okay, vergessen Sie diese Rampen, diese Dinger, worauf ich gerade dran stehe. Ich glaube, Sie haben mich erwählt. Die will ich kaufen. Scheiße, sind die geil. Schau mal, wie viel Hoden man da drauf platzieren könnte. Ich würde ihnen für 2 Stück 3 Millionen geben. Ja, wenn sie das Geld dann irgendwie nachweisen können, dass sie das besitzen. Naja, wenn sie auch irgendwie nachweisen können, dass sie mir genug Material bitte geben können. Da müsste ich nur mit dem Bürgermeister reden. Das wäre gar nicht das Problem. Okay, hör mich an. Ich habe noch ein Angebot. Extra Angebot, wenn sie mir den Transport selber machen, ja? Könnten sie mir beweisen, dass sie diese Dinger transportieren können? Schwierig ohne den Bürgermeister, weil der Bürgermeister muss die Sachen erst freigeben für uns und danach könnten wir sie transportieren. Aber da ich weiß, dass der Bürgermeister jetzt noch im Urlaub ist, wird das gerade Zeit schwierig. Also für mich klingt das so, als würden sie das Angebot einfach gar nicht haben wollen. Ja, das Problem ist halt einfach, ich zweifle, dass sie die 3 Millionen haben. Entschuldigung, dass ich sage, aber mit so einem Auto hier ankommen. Also das ging eigentlich persönlich gar nicht. Sie haben gesagt, ich sehe arm aus und das ist persönlich für mich einfach ein kleiner Angriff. Da musste ich ihnen gerade einfach eine verpassen. Ja, auf jeden Fall mit diesem Auto da glaube ich mal eher weniger, dass sie 3 Millionen oder mehr haben, weil dann hätten sie glaube ich ein besseres Auto. Achso, sie urteilen Menschen an Auto. Was glaubst du, dass jeder Mensch einfach direkt ein reiches Auto hat oder was? Guck mal, ja. Ich bin erhaben. Wenn du anfängst zu Beleidigung oder sonst was, dann hau ich dich hier raus. Dann ist mir das auch egal. Erstmal kommst du runter. Ich wollte hier nur ein bisschen Geld in den Arsch ballern, damit du mir diese geilen Dinger gibst. Ich brauch kein Geld. Ich hab genug Geld. Ja, guck mal. Hörst du nicht auch die Musik hier, Digga? Was ist denn das alles hier? Was ist das hier für ein Clownsladen? Ich weiß nicht, wer die Musik anhat. Ja, das ist die Polizei, oder wie? Bitte Musik ausmachen. Dankeschön. Officer, schön, dass Sie da sind. Ich würde gerne eine Anzeige erstatten. Der Herr, Sie verlassen jetzt erstmal meine Werkstatt. Einen Moment, ich will erstmal die Anzeige erstatten. Sie verlassen jetzt meine Werkstatt. Entschuldigung, Officer, Officer, dürfte ich eventuell noch kurz ein Wort mit Ihnen reden? Ja, klären Sie das draußen. Die Werkstatt bitte einmal verlassen, der Herr. Ja, Sie haben hier einen Platzverweis ausgesprochen. Also ihr verweigert gerade euren Dienst quasi, oder wie? Nein, ich bin die Werkstattleitung von dieser Werkstatt. Ich habe hier Hausrecht und wenn ich sage, dass Sie rauszugehen haben und ich Ihnen ein Hausverbot erteile, haben Sie dem nachzukommen. Halt du mal die Schnauze, okay? Ich will jetzt erstmal mit den Officer. So, jetzt hätte ich immer gerne Ihren Ausweis. Meinen Ausweis kriegen Sie. Verlassen Sie jetzt meine Werkstatt oder nicht? Ich muss noch den guten Herrn meinen Ausweis zeigen, falls Sie es nicht gehört haben. Ich komme einmal mit raus. Ich höre nur auf die Officer und nicht so auf ein Beta-Tier wieder recht von mir. Bitte sehr. Henry Gurke. Ja, ich bin legal hier. Ich bin kein illegaler Einwanderer. Rassist. So, Herr Gurke. Dann ist da ein bisschen aufgeführt, so wie ich das mitbekommen habe. Mehr aufgeführt als dieser Herr da hinten, habe ich mich ganz sicher nicht. War jetzt nicht so ein toller Eindruck, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Aber von ihm war das, ja. Ich verstehe schon, wie das bei euch läuft. Saft rein, Saft raus, ne? Ja, also ich wollte eigentlich sowieso eine Anzeige gegen den Herrn erstellen. Der war ja unfreundlich hoch 10. Was für ein schlechter Service. Da fahren Sie aber am besten zum Präsidium, ja. Warum kann ich das nicht mit Ihnen machen? Sie sind doch Polizei. Stimmt tatsächlich, aber ich bin auch vom Sondereinsatzkommando. Ach so, das bedeutet, Sie können sowas nicht machen. Sie sind untergeordneter Rang. Genau. Ich werde jetzt eine Anzeige gegen dich erstellen, Kollege. Das wird aber sein letzter Tag auf freiem Fuß sein, das sage ich dir. Wenn der Herr eine Anzeige macht, würde ich gerne eine Gegenanzeige wegen Verleumdung machen. Digga, bist du dumm? Das können die nicht. Natürlich, ich komme auch gerne zum Präsidium. Ja, Vollidiot. Bitte einmal jetzt entfernen, ja? Alles gut, jetzt bleiben Sie mal ruhig, chillen Sie Ihre Eier. Alter, wie redest du mit einem Officer, Junge? Bist du nur irgendwie dumm im Kopf? Digga, du bist da eingeschränkt. Wie redest du mit deiner Kundschaft, dass bei dir der Laden nicht läuft? Das wundert mich nicht, Digga. Kein einziger will hier rein. Laden läuft. Ja, du und deine Saft ein, Saft raus, Freunde hier. Du kennst mich mal damit. Herr Officer, ich würde den Herrn aber gerne gleich noch mit am PD haben. Zwecks der Anzeige gerne. Ich fahr da selber hin. Jungs. Okay, ich glaube, ich lasse ein bisschen Zeit vergehen und dann gehe ich da wieder hin. Wenn ich mir einen anderen Auto aufkreuze, wäre schon geil. Kommt halt nur darauf an, ob das auf ist. Ja! Upgrades, people, Upgrades. Ein Haufen an Autos. Sind da auch noch die PDler? Erstmal hier rauf, nach oben. Yeah. Ich starte jetzt einfach an. Dass sie mich immer noch nicht bemerkt haben, ist eigentlich krass. Die stehen da einfach jetzt zu 8 und besprechen Autos. Was ich maximal tun könnte, ist auf alle dieser Lifts zu gehen, weil ich habe das Gefühl, die sehen mich durch diese Steinmauer nicht. Dann mach ich das. Das bin ich, by the way. Der Rettungsdienst will endlich behandelt werden. Scheiß Service hier. Ich schwöre, das juckt die halt gar nicht. Er macht russische Kniebeugen, alles klar. Hier, das ist. Ey, der hat Hausverbot, der muss hier raus.
Einmal bitte das ADAC verlassen. Moment, ich habe hier meine Schlüssel liegen lassen. Sie haben Hausverbot. Ja, ADAC mit der Glocke oder was ist das? Ich habe hier meine Schlüssel liegen lassen. Raus hier. Okay, okay, bleiben Sie ruhig. Raus hier. Ja, das ist mein Auto, okay, ich nehme es und fahr weg. Lass mich rausfahren, ja. Ich habe hier meine Autoschlüssel liegen lassen, ja. Chill. Jetzt mach dich raus. Sorry, ich konnte nicht Auto fahren. Ich konnte nicht Auto fahren. Das hattest du echt schon die ganze Zeit verdient, du dummer Auto, dummer weg. Friss raus vom Gurke. Die falschen Gedreh sind schlecht. Minderwertiger Lebensstil. So, du Scheiße. So ein Alter. Den wir jetzt in unser Lager legen, der wird nämlich nicht hochgeholt. Meine Fresse, Alter. Heute hab ich's echt satt mit diesem Typen. Ja. So, die Karre wird verschrottet. Das ist nicht mal meine. Passt du selber gleich nochmal auf, oder? Okay, ich mach mal kurz diesen hier, weil ab sofort haben die nicht mehr über mich geredet. Das brauche ich dann nicht mehr. Ehrlich, das hat mir gefallen. Hat nicht gerne vergessen, ein Like und ein Abo dazulassen. Ich bin eure Gwendolyn. Und ich wäre raus für heute. Und ich küsse euer Herz. Egal, ob ihr geliked habt oder nicht. Fuck, Henny, Digga, du bist einfach super hot. Ja, ich liebe dein Tanktop. Fuck, Henny, Digga, du bist einfach super hot. Ja, ich liebe dein Tanktop. Diggi, du bist heute einfach mein Daddy.